Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Commander Hering Shepard. Wir spielen Mass Effect 3 weiter. Und ich muss gleich mal dazu sagen, also für euch ist jetzt natürlich mal wieder nur ein Tag vergangen, aber für mich ist eine halbe Ewigkeit vergangen. Ich glaube 2 Wochen oder so, seit ich das letzte Mal Mass Effect 3 gespielt habe. Ich bin letztes Wochenende nicht wirklich zugekommen, weil da, ja, sind ziemlich viele andere Dinge irgendwie so am Wochenende passiert und ich konnte ein bisschen Yoshi weiterspielen, aber für Mass Effect war einfach keine Zeit. Jetzt an diesem Wochenende habe ich jetzt tatsächlich ein bisschen Zeit und wenn ich das hier aufnehme, ist übrigens noch ein anderes freudiges Ereignis für mich eingetreten. Ich habe Yoshi's Woolly World beendet zu 100%. Das heißt, eigentlich habe ich gute Laune und das sollte sich jetzt eventuell auch auf meinem Mass Effect 3 Let's Play niederschlagen. Okay, gut. Also, wir sind beim letzten Mal bei den letzten Malen quer durch die Gegend gelaufen, in unserem Apartment, um unser Apartment herum, haben mit vielen Leuten gesprochen, haben mit einigen Leuten eine schöne Zeit gehabt, mit anderen Leuten, Kolliat, eine mehr oder weniger schöne Zeit und eine besinnliche Zeit. Nee, klingt auch doof. Eine angemessene Zeit. Wir haben mit einigen Leuten eine angemessene Zeit verbracht. So, neue E-Mails gibt's nicht wirklich, aber wir können sicherlich noch ein paar Leute einladen. Da waren wir nämlich noch nicht fertig. Genau, ja. James steht zwar, glaube ich, noch irgendwo in unserem Apartment rum und bearbeitet den Sandsack, aber soll er halt machen. Lade ich Liara ein oder? Nee, ich will zuerst Miranda und dann Tali einladen und dann als letztes Liara, weil angeblich bin ich mit Liara ja zusammen. So hundertprozentig sicher bin ich mir da manchmal nicht, aber egal. Für irgendwas muss es ja gut sein. Und dann will ich mir sie quasi gesehen aufheben. Als kleines Betthupferl. Oder so. Miranda, schön Sie zu sehen. Wie gefällt's Ihnen hier? In diesem Teil der Stadt hätte ich Sie nicht vermutet, Shepard. Es ist schön. Mixen Sie mir was, wenn Sie schon da hinten sind, ja? Klar, ich weiß schon was. Was führt Sie zurück? Ich habe verwirrende Berichte gehört. Sie sollen den Verstand verloren haben. Tja, meine Kommunikation wurde gehackt, unter anderem. Die Medien hatten sicher einen Riesenspaß. Hatten sie. Und ein Klon? Tja. Ja, habe ihn selbst gesehen. Wussten Sie davon? Nur Gerüchte, nichts wirklich Handfestes. Aber wegen dieser Agentin Brooks. Was gehört? Nicht als Brooks, aber als Hope Lilliam. Sicher auch ein Alias. Als die Kollektoren auftauchten, hat sie die Dossiers über ihre Crew für den Unbekannten erstellt. Hab sie kaum beachtet. Interessant. Mir ging es darum, sie zurückzubringen. Wir brauchten den echten Shepard, keine billige Imitation. Ich meine echt jetzt. Ein Klon? Naja, ein Klon, aber im Endeffekt, von mir war doch auch nicht mehr viel übrig. Also im Endeffekt bin ich doch eigentlich auch so etwas Ähnliches wie ein Klon von dem echten Shepard, oder sehe ich das verkehrt? Also vielleicht bin ich noch ein bisschen echter als der andere gewesen, aber naja, im Endeffekt, irgendwie, ich finde das ein bisschen schwierig. Davon abgesehen, ja, ist mir jetzt eigentlich erst aufgefallen, als das Gespräch irgendwie in diese Richtung ging, Miranda als ehemalige Cerberus-Angestellte und als Aufpasserin über unsere neue Erschaffung. Sie hätte ja eigentlich irgendwie Bescheid wissen müssen, aber irgendwie auch nicht. Aber das hatten wir ja im Verlauf mit dem Klon so ein ganz klein bisschen geklärt. Naja. Ihnen macht das Spaß, stimmt's? Oh, mein Lieblings-Sushi-Laden ist geschlossen. Das ist schade. Shepard, haben Sie? Ja, genau durchs Aquarium. Wie haben Sie denn das hingekriegt? Er ist explodiert. Hey, der Klon hatte den Plan, nicht ich. Das Sprengen eines Aquariums sollte niemals Teil eines Plans sein. Obwohl, das Hinrichten von Meerestieren scheint ja Ihr Hobby zu sein. Natürlich konnte Ihr Klon nicht widerstehen. Es war der erste Schritt, mein Leben zu übernehmen. Es ist vorbei. Gut, aber warum wollte er Ihr Leben? Oder sonst jemand? Die Rennerei, Springerei, Schießerei? Ist doch irre. Wo sie recht hat, hat sie recht. Wer hat schon eigentlich Lust, Commander Hering Shepard zu sein?
Also, wir haben nur Lust auf diesen Job, weil wir dafür geboren wurden, im Endeffekt. Weil wir in diese Rolle hineingewachsen sind. Weil wir halt der Größte im Universum sind, davon abgesehen. Aber ein normaler Mensch hätte doch eigentlich wirklich überhaupt gar keinen Bock, in unsere Rolle zu schlüpfen. Die Verantwortung und, naja, das Ganze drumherum halt. Aber egal. Was meinte sie mit dem Hinrichten von Meerestieren? Sollte das eine Anspielung sein, dass ich irgendwie im zweiten Teil meine Fische habe im Aquarium vergammeln lassen? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht denke ich da jetzt auch zu weit. Ich würde es aufregend nennen, nicht gefährlich. Darauf trinke ich. Ich weiß selbst, dass das nicht normal ist. Ach übrigens, woher weiß ich bei dieser Klonsache, dass Sie der echte Shepard sind? Ich weiß nicht. Sie tun's eben. Ach ja? Das Problem mit Klonen ist nur, man kann nie sicher sein. Sie haben mich doch selbst neu gebaut. Erkennen Sie Ihre eigene Arbeit nicht? Nun, ich habe ja meine Initialen nicht eingraviert. Klon oder nicht, ich bin der einzige Shepard. Na gut, dann habe ich Sie wohl am Hals. Ich führe ein irres Leben, was? Kann man wohl sagen. Absolut. Hm. Wäre bestimmt noch ein bisschen weitergegangen, die Situation, wenn wir mit Miranda im zweiten Teil etwas angefangen hätten. Aber, naja, und dann umso, naja, ist fast schon schade im Endeffekt, wenn man bedenkt, dass wir uns hier in einem DLC eben befinden, das im Hauptspiel eigentlich nicht drin war und man da mit Miranda ja nun wirklich echt wenig hätte anfangen können. Also, da ist das ja schon das höchste der Gefühle. Aber egal, gut, nettes kleines Gespräch mit Miranda und ja, Tali, die Verstoßene oder so. Also wer hat hier wen verstoßen, ist so die Frage. Aber egal, laden wir sie doch einfach mal zu uns ein. Mal gucken, ob das noch zur Sprache kommt. Bin jetzt gespannt. Hey, schon Pläne für den Abend? Nein, ich bin frei wie der Staub im Solarwind. Nicht bekannt? Aus Flotte und Flottille? Chalai und Balakus auf dem Balkon? Habe ich nie gesehen, dieses Video. Was? Nicht gesehen? Das ist doch nicht möglich. Dann weiß ich, was wir jetzt machen. Ich habe es eher für einen Roman gehalten, aber okay. Aber Chalai, wir können nie zusammen sein. Ich habe meine Pflicht. Du hast dein Volk. Nicht heute. Heute bin ich frei wie der Staub im Solarwind. Das ist lächerlich. Oh. Ja, andererseits, sie hat's verdient. Im Ernst? Dafür gab's Preise? Wir haben das Video bei jeder Pyjama-Party angeschaut. Machen Sie es mir nicht kaputt. Du sollst hinter diese Maske sehen. Du sollst wissen, wer ich wirklich bin. Das habe ich bereits. Ich mache uns mal Popcorn. Für Sie auch irgendwas? Genau. Oh. Ja, schön, dass zumindest sie Spaß hat. Na gut. Okay. Mit Tali sind wir halt nicht mehr so dicke. Naja, was soll's. Gut, ist dann halt so. Na gut, ich habe mich jetzt auch echt wie ein gefühlloses Trampeltier verhalten, offen gesagt, weil irgendwie das hätte jetzt auch ein gemütlicher, schöner Filmabend werden können und ich hätte irgendwie meinen Arm um sie herumschlingen können und dann zu so sagen können, Tali, ich mag deine Filme. Oder irgendwie sowas in der Art, keine Ahnung. Was man halt so sagt, wenn man zusammen auf der Couch sitzt und einen Film sieht. Weiß ich nicht. So, ist lange her bei mir. Egal. So, Lyra ins Apartment einladen. Bitteschön. Da erhoffe ich mir jetzt aber was von. Naja, sie könnte weniger anhaben, aber ansonsten ist okay. Grüße, Commander. Shepard.
Shepard. Ich wusste nicht, dass du spielen kannst. Es ist das einzige Lied, das ich kenne. Wie kommt das? Weil es immer etwas Wichtigeres gab. Eine Ruine erkunden, Infos sammeln, einen Commander retten. Es fehlte die nötige Ruhe. Wohl wahr. Ist dieses Lied etwas Besonderes? Bei meiner ersten Ausgrabung zog ein Sturm auf. Wir mussten drin bleiben. Ich war ruhelos und wollte weiterarbeiten. Eine der anderen Archäologinnen, Dr. Olena, hatte überall dieses Keyboard dabei. Sie hat mir beim Warten dieses Lied beigebracht. Was man halt so mitbringt zu einer archäologischen Ausgrabung, ne? Ein Keyboard! Klar, warum nicht? Na gut, okay, wir wollen zu Liara mal nett sein. Ein schönes Lied. Danke, Shepard. Ich hab's immer gemocht. Shepard, ich... Was machst du da? Dafür sorgen, dass du nicht wegläufst und was Wichtigeres machst. Ich wüsste nicht, was das sein sollte. Hapatapatapata. So, du kommst mir nicht! Wir sollten das öfter machen. Naja, vielleicht nach... Jeden Tag danach. Shepard. Oh, das ist so süß. Es ist so süß. Entschuldigung. Es ist viel zu wenig, aber es ist unfassbar süß. Ich finde das toll. Hallo, Glyph. Ah. Aha. Schön. Das ist ja echt schön. Glyph ist das erstmal praktisch. Oh, oh, sie ist gleich hier geblieben. Das, hi. Es ist hübsch hier. Ja, danke, Glyph. Oh, klar, richte dich hier mit ein. Ja, das Apartment ist groß genug. Wir können hier beide wohnen. Das ist sehr schön. Wir teilen uns natürlich ein Bett. Ist klar, ne? Ja, ja, ja. Glyph, kannst du diesen Song in meine persönlichen Daten auf der Normandy kopieren? Natürlich, Dr. Yay! Shepard. Hi. Shepard. Hi. Shepard. Hi. Okay, alles klar. Gut. James immer noch da? Nö, der ist irgendwie abgehauen. Okay, ja, schön. Liara ist hier, alle sind froh und glücklich. Eigentlich, Spiel vorbei, würde ich sagen. Das war Mass Effect 3, meine lieben Damen und Herren. Nein. Okay, da fehlt ja noch ein bisschen was. Aber das ist, wäre jetzt eigentlich ein fast gelungenes Happy End. Gut, ein fast gelungenes. Okay, ich kann keine Leute mehr einladen, E-Mails, bla. Dann würde ich sagen, ist es jetzt irgendwie Zeit für die Party. Einladungen versenden. So, mal gucken. Wer steht denn alles so auf der Gästeliste? Party feiern. Alle einladen. Cortez eingeladen, eingeladen. Ach so, die sind jetzt automatisch eingeladen? Garrus müsste ich einladen, Grunt einladen, Jack einladen, Jacob einladen, Jarvik, Kaidan, Kazumi, Miranda, Tali, Said. Oder ich drücke einfach auf... Warum sind gerade Cortez, Edie, James, Joker, Liara und Traynor eingeladen? Was ist jetzt bei denen besser gelaufen als bei den anderen? Das verstehe ich nicht. Das ist ja, oh ja, Moment, Grunt ist auch dabei. Das ist ja cool. Jack, das sind ja wirklich dann alle, die noch leben und mit denen ich mal in der Crew zusammen war, oder? Also, ja, ich glaube schon. Wenn ich auf alle einladen drücke, alle einladen, ja. Welche Art von Party möchten Sie denn heute haben, Commander? Ich kann alles für ruhige Gespräche vorbereiten. Oder hätten Sie es lieber etwas wilder? Moment. Ich muss mich noch vorbereiten und die Gästeliste durchgehen. Natürlich, Commander. Sagen Sie, wenn Sie bereit sind, dann bereite ich alles für die Gäste vor. Yay, okay, mach ich. Gut.
Ich will jetzt nur noch mal zur Sicherheit gucken. Ich will nämlich wirklich, dass alle kommen. Also nicht, dass das Spiel mich jetzt irgendwie auf eine gewisse Art und Weise verarscht oder so. Also, ich gucke hier auf die Liste und ich sehe. Es irritiert mich halt, dass hier nicht eingeladen steht. Gareth einladen. Ah, dann mache ich es lieber so. Ist mir irgendwie lieber, dass ich wirklich bei allen jetzt. Ich weiß, das ist eigentlich vermutlich vollkommen unnötig und so, aber ich will, dass wirklich alle dabei sind. So, und das soll mir das Spiel nicht kaputt machen. Und deswegen klicke ich jetzt bei jedem Einzelnen hier das an, damit er auch wirklich eingeladen steht. Hoffentlich kriege ich das auch wirklich bei allen an. Kasumi einladen. Irgendeinen könnte ich natürlich einfach mal nicht einladen. Aber nein, das wäre gemein. Deswegen, das passt schon. So, Said einladen. Es sind jetzt alle, oder? Eingeladen, 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 eingeladen. Da steht jetzt überall eingeladen, eingeladen, eingeladen. Ich kann auch nirgendwo mehr A drücken. Okay, gut. Und dann Party feiern. Welche Art von Party möchten Sie denn heute haben, Commander? Ich kann alles für ruhige Gespräche vorbereiten. Oder hätten Sie es lieber etwas wilder? Ich will es ein bisschen wilder haben. Ja. Also, ich würde es gern beides sehen eigentlich, aber mit meinem Commander Hering Shepard möchte ich es gern ein bisschen wilder haben. Er soll ja richtig zugehen wie bei eine Orgie, hätte ich jetzt fast gesagt. Nein, passt schon. Es soll einfach nur wild sein. Ich denke, wir sollten etwas Dampf ablassen. Ausgezeichnet. Ich spiele laute Musik und mixe Drinks für die Gäste. Außerdem werde ich mich etwas festlicher zurechtmachen. Yay. Ich werde mein Apartment nie wiedererkennen, glaube ich. Ich habe jetzt alle eingeladen. Oh Gott, es geht nicht gut aus. Ah. Wer kommt dafür auf, für die ganzen Kosten? Ich weiß ja nicht. Aber gut. Hey, nur herein. Danke fürs Kommen. Danke für die Einladung. Fühlen Sie sich alle wie zu Hause. Danke. Freut mich, hier zu sein, Shepard. Mit Gästen abhängen. Yay! Es sind doch wirklich alle da, oder? Es sind alle da. Oder? Wehe, es sind nicht alle da und irgendjemand lungert hier hinten noch rum oder so. Ich kann auch nicht auf die Karte gucken. Ich könnte auch nicht den Fahrstuhl nehmen. Okay, alles klar. Ich habe mich selber ausgesperrt. Nein, 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 nein. Lass mich rein, lass mich rein. So. So. Meine wundervolle, coole. Naja, also so richtig wild sieht das jetzt noch nicht aus, aber naja. Hi Glyph, kann ich irgendwas mit dir? Nein, kann ich nicht. Er hat sich eine Fliege umgebunden. Eine holographische Fliege. Das meint er also mit festlicher. Finde ich cool. Nennen die Menschen so etwas eine Party? Nicht, wenn ich's vermeiden kann. Zur Hölle, nein. Immer mit der Ruhe. Wir Menschen müssen uns manchmal ein bisschen befeuchten, bevor wir locker werden. Nicht alle Menschen. Ja, also seht mal ein bisschen zu, Leute. Das ist ja grausam, wenn ich das hier so sehe. Aber egal, wo sind alle anderen? Hi. Dieses Apartment ist einfach unfassbar groß. Da kostet ja nur der Strom pro Monat mehr als meine gesamte College-Ausbildung. Oder der komplette Krieg. Oder die Anzahlung für einen Atlas-Mac. Sowas wollte ich schon immer. Oder eine Klimaanlage für diesen Anzug. Es wird hier drin nämlich wahnsinnig heiß. Oder eine Zeitmaschine, damit ich den ganzen Primitiven entkommen kann. Jarvik, du gehörst einfach dazu. Finde ich super. Ich wollte zuerst sagen, Gareth macht's ganz geschickt, er stellt sich bei den drei Frauen hin, aber dann habe ich gesehen, dass Jarvik hier auch noch rumhängt. Ja, gut. Aber Jarvik hängt hier wahrscheinlich rum, weil Gareth sein Waffenbruder ist. Aber so könnte ich es mir jetzt zumindest einfach mal erklären. Ich kann schon mit beiden Gruppen Ist das rumhängen, das oder? Tsoni Shepard Liebesnest? Hoffentlich stören wir nicht ihre Pläne. Ganz egal, welche Spezies. Die Männchen ändern sich nie, oder? Wussten Sie, dass Korteanerinnen das Vorspiel nur mit den Augen bestritten haben? Die Männer konnten nicht widerstehen. Okay, damit ist klar, dass sie nicht immun gegen Alkohol sind. Yay! Ich könnte ja noch ein paar Mal hin und her laufen, oder? Kann das sein? Hergestellt, nicht geboren. Ich wurde in einem Labor erschaffen. Medios, das ist locker. Dann sind Sie also so etwas wie der perfekte Krogane?
Das dachte ich, aber zu einem Kroganer gehört mehr als körperliche Stärke. Das habe ich auf Tuchanka gelernt. Ja, klar. Yay, alle freuen sich über Grunt. Trainer, haben andere je Probleme, ihren Akzent zu verstehen? Ich wünschte, es wäre so. Dieser Akzent scheint zu bedeuten, ich bin verfügbar, mach mich an. Sogar wenn ich nicht auf der Erde bin. Während meines Archäologiestudiums haben mich galaktische Dialekte fasziniert. Die vielen phonetischen Varianten... Lia, das hier ist eine Part. Da will ich von Ihnen nur einen Dialekt hören. Angetrunkene Asari. Tali hat sich zum richtigen Schluckspecht entwickelt. So ein bisschen. Aber na gut. Diese Musik ist klasse. Die richtige Musik sorgt für die Stimmung der ganzen Party. Stimmt's, Esteban? Sicher? Meine Partys sind entweder voller Erfolge oder Rohrkrepierer, um ehrlich zu sein. Halten Sie sich an mich. Ich bin eine Partylegende. In der Schule nannten Sie mich Partyvega. Das ist ein bisschen lahm. Ich war eher mit einfachen Leuten unterwegs. Partyvega, also, ja? Na gut. Nichts Neues? Okay, dann rede ich zuerst mit der Küchengruppe. Also, Shepard, dieses Gesöff zu servieren ist eine Sache. Aber wie sieht's mit Trinken aus? Jemand muss doch alle nach Hause fahren. Sind wir denn sicher, dass die Normandy noch da ist? Hat schon wieder jemand versucht, sie zu stehlen? Die Normandy stehlen? Interessante Idee. Moment. Was? Wer... Ich sehe Sie, Primitive. Wer von uns hat vier Augen? Trainer, haben Sie Ihre Zahnbürste noch? Wir kriegen jederzeit eine neue Normandy. Jemand muss nur Cerberus anrufen und sie bitten, uns eine SR3 zu bauen. Super Plan. Aber müssten Sie dann nicht Ihren Namen wieder ändern? Tali, Zora, Vost, Normandy, SR3? Es heißt Was, Normandy? Vos bedeutet jemand mit schwacher Blase. Was allerdings im Moment auch zutreffen würde. Wir hatten viele gute Zeiten auf dem alten Mädchen. Das kann man wohl sagen. Hört, hört. Einige mehr als andere. Es ist mir eine Ehre, dazu gestoßen zu sein. Auf die Normandy. Und aufs Dazustoßen. 50.000 Jahre später. Und auf die Liebe zum Captain des Schiffs. Oder auch nicht. Wie man's halt nimmt. Dumm die dumm. Ah, und jetzt könnte ich mit jedem Einzelnen hier reden, oder wie, oder was? Zumindest mit ein paar Leuten, das finde ich schön. Was ich gerade ein bisschen vermisse. Ach so, hier stehen noch ein paar. Wissen Sie, warum Cerberus verlieren wird? Demografie. Wenn man einen 20-Jährigen ohne Perspektive rekrutiert, wird der sich für die Sache ins Zeug legen. Aber gibt es bei Cerberus alte Leute? Familien? Nein! So eine Terroristengruppe hat keine Zukunft. Und die Bezahlung war zwar gut, aber Urlaubsanträge konnte man vergessen. Da ging gar nichts. Da fällt mir ein, ich habe gehört, dass Sie Vater werden. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Aber ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, dass ich keine Angst habe. Sie machen das schon. Sie haben Beschützerinstinkt. Und genau das braucht man dafür. Was sagen Sie dazu, Joker? Wie würden Sie Cerberus zum Erfolg verhelfen? Ich würde Cerberus populär machen. Mit einer großen Propagandakampagne, wie bei einer Präsidentenwahl. Wohltätigkeitsdinner, Hände schütteln, Babes küssen. Sie meinen vermutlich Babys küssen. Ich weiß, was ich gesagt habe. Ja, Joker. Wir sind auf einer Wellenlinie, das finde ich gut. So, okay. Shepard! Hey, Shepard. Trinken Sie auch was? Okay, wie geht es allen? Fragen Sie mich, wenn ich noch 10 von denen getrunken habe. Alkohol und Kroganer. Das wird bestimmt sehr schnell sehr lustig. Ich habe noch nie einen betrunkenen Kroganer gesehen. Also, richtig betrunken. Sie sind dann genauso hässlich, aber doppelt so laut. Ach ja, Sie und... War ein Witz. Scheiße, hier sind alle so unentspannt. Ja, vermutlich sind wir das. Danke für diese Aktion, Commander. Ich hatte etwas Erholung dringend nötig. Ich glaube, wir haben uns alle eine Pause verdient. Das haben wir, Steve. Ich trinke darauf, endlich eine verdammte Pause zu haben. Ach ja?
Und wer fliegt dir in den Arsch dahin? Auf eine verdammte Pause. So sieht's nämlich aus. Gut. Hätten wir das geklärt? Mit Glyph reden. Ach so. Ja, nö. Ich vermisse die Zeiten, als Cerberus einfach nur völlig unfähig war. Sie wissen schon, als Sie beide am Steuer waren. Wie bitte? Ich war nur beim Lazarus-Projekt am Steuer. Und das war, wie Sie wissen, überaus erfolgreich. Hey Commander, hier spricht Cerberus. Wir haben einige Rachni studiert, aber die sind entkommen und haben alle unsere Männer getötet. Könnten Sie sich darum kümmern? Es ist nur ein System von dem Ort entfernt, wo wir einen Mann an die Geth angeschlossen haben, der dann entkommen ist und alle unsere Männer getötet hat. Sie hatten beträchtliche Opferzahlen vorzuweisen, aber wenigstens waren es damals hauptsächlich Opfer in den eigenen Reihen. Wir wussten, dass einige Zellen schlimme Sachen machten, aber die Allianz und der Rat haben nichts unternommen. Und wir haben gute Arbeit geleistet. Und kritische Situationen verursacht, jede Menge davon. Hey, das ist nicht okay, Kasumi. Aber wir haben Commander Shepard zurückgebracht. Und nach dem Sieg über die Kollektoren habe ich mit Cerberus gebrochen, bin entkommen und habe angefangen, alle ihre Männer zu töten. Und dafür danken wir ihnen. Jeff, du weißt aber schon, dass ich auch ein Cerberus-Projekt bin? Ach, Mist. Na, in der Tat Mist. Wird wohl tatsächlich nichts mehr mit dem Date mit Edie, aber egal. Braucht sonst noch jemand einen Drink? Beeindruckendes Apartment. Allerdings, haben Sie den Wasserfall gesehen? Und den Whirlpool muss ich mir später auch noch mal genauer ansehen. Ohne See. Gute Idee. In meinen Träumen habe ich auch so ein Apartment. Mit Blick auf den Pazifik. Ich könnte nie in sowas wohnen. Ich hätte ständig Angst davor, die Möbel zu zerlegen. In deinen Träumen, Kaidan, hättest du so eine Wohnung. Aber bis es mal soweit ist, naja, zweiter Spectre der Menschen. Ich weiß ja nicht. Wird wohl noch ein bisschen dauern. Hey James, amüsieren Sie sich? Ich bin entspannt, aber amüsieren? Meine Abschlussfeier im Kindergarten war amüsanter als das hier. Sehr witzig. Keine Sorge, ich werde sehen, was ich tun kann. Wissen Sie, ob der Wasserfall da warmes oder kaltes Wasser führt? Weiß nicht genau, offen gesagt, aber deine Idee weckt noch nicht so ganz mein Interesse. Egal. So, weiter mit den Leuten reden und danach mit Glyph. Ich muss zugeben, ich fühle mich immer noch ein bisschen wie eine Außenseiterin. Sie alle haben schon viel mehr mit Shepard erlebt. Meistens rennen wir nur rum und ballern, drücken hin und wieder einen Knopf. Aber das macht Shepard eigentlich immer selbst. Ja, immer knapp am Tod vorbei, gerade noch entkommen und öfter fast gestorben, als ich mich erinnern möchte. Ich erinnere mich an das erste Zusammentreffen mit Shepard. Ich habe nur gedacht, hoffentlich hat er geduscht, denn ich muss meinen Filter ersetzen und Menschen sind so voller Bazillen. Und jetzt, ach, 3 Jahre später, sitzen sie hier und trinken seinen Alkohol durch einen Strohhalm. Das nenne ich Fortschritt. Dann habe ich ja etwas, worauf ich mich freuen kann. Yay, in 3 Jahren wird alles besser. Wenn in meinem Zyklus zu viele Personen in einem Raum waren, liefen sie Gefahr, bei einem Angriff alle zu sterben. Wir sollten vorsichtig sein. Ja, wenn es jetzt gerade jemand auf uns abgesehen hätte, wäre schlecht. In 50.000 Jahren wird sich an diese Party niemand mehr erinnern. Wozu also das Ganze? Ach, Jarvik. Vorsicht! Etwas namens Kasumi befindet sich hier. Es tut so, als sei es unsichtbar. Dumme Primitive. Diesen Augen entgeht nichts. Zum Glück haben wir dich. Ganz schön. Ganz toll. Hi. Ich versuche, Kontakt zu finden. Ich bin daran nicht besonders gut. Kein Fan von großen Partys? Wenn ich jemanden kenne, dann schon. Aber einige der Gäste hier sind Legenden. Ich kann nicht einfach fragen, ob sie den Hummus probiert haben. Ach ja, Dr. Chakwas lässt sich entschuldigen. Irgendeine dringende medizinische Angelegenheit auf der Citadel. Sie hat aber irgendeinen teuren Schnaps geschickt. Großartig! Wäre doch toll, wenn Sie es probieren könnten. Genau, Dr. Chakwas, an die habe ich gar nicht gedacht, aber ja, eigentlich hätte sie hier sein müssen. Vor allem Dr. Chakwas, die schleppen wir ja schon seit Mass Effect 1 mit uns rum. Es ist schön. Ich verbringe sonst nicht viel Zeit so mit den anderen. Als Freunde. Wenn ich natürlich später entführt werden soll, würde ich nicht Nein sagen.
Oho, Zwinker, Zwinker. Botschaft verstanden, ist angekommen. Ich werde mich nachher drum kümmern. Was ist los, Said? Laberst mich immer so von der Seite an, wenn ich komme? Und dann fällt dir nichts mehr dazu ein. Naja, gut. Okay. Wenn du meinst, ist halt dein Ding, ich weiß. Darüber nachgedacht, aber Liebe zwischen einem Menschen und einem synthetischen Wesen? Das ist schon irgendwie seltsam. Ich gebe zu, ich war sehr neugierig darauf, was passieren würde. Aber vermutlich haben sie recht. Und was wäre, wenn wir uns trennen? Niemand will eine wütende Ex, die eine Tarnix-Kanone mit sich rumschleppt. In der Tat. Wenn Sie sagen... Edie, bereit für ein paar schlechte Beispiele menschlichen Verhaltens? Sie meinen sicher gute Beispiele für schlechtes menschliches Verhalten. Kleiner Hinweis, Grammatikverbesserungen sind denkbar ungeeignet, um das Eis zu brechen. Merkt es euch. Insbesondere im Internet. Du hast das und das falsch geschrieben. Bla bla bla. Ja, ja. Immer wieder sehr beliebt in jedwedem Forum. Aber egal. Gut, ich war ja früher selber so. Hey Commander, irgendwie seltsam, alle auf einem Haufen zu sehen. Finden Sie? Naja, seltsam, aber schön. Es gefällt mir, dass wir nicht immer nur Armdrücken gegen die Reaper machen. Wie auch immer, danke fürs Organisieren. Ich werde versuchen, nicht allzu peinlich zu sein. So, und Jacob? Danke für die Einladung, Shepard. Es ist schön, Sie so zu sehen. Wie gefällt Ihnen die neue Crew? Sie versammeln immer die Besten um sich. Viel Spaß. Werde ich haben. Die Besten der Besten. Hoffentlich auch die Trinkfestesten. So, okay, dann mal mit Glyph reden und hoffentlich kommt die Party dann ein bisschen in Schwung. Commander, Ihre Gäste sind ganz schön wild. Gefällt Ihnen die Atmosphäre oder möchten Sie daran etwas ändern? Na, hier noch lauter. Die Party beginnt doch erst. Geben wir mehr Gas. Wie Sie wünschen, Commander. Also wenn das jetzt schon wild war, dann will ich nicht wissen, wie die hier bei ruhig rumhängen. Da muss ja Grabestimmung sein. Aber egal. So. Na, wo sind sie denn nun? Man weiß es nicht. Überall verteilt. Na gut. Dann suchen wir sie uns mal. Ich habe gehört, hier findet eine große Party statt. Können wir reinkommen? Nein, können Sie nicht. Gehen Sie wieder. Wer ist das? Wer ist das? Einladen, abweisen. Nee, wir wollen unter uns bleiben. Wie läuft's bei Ihnen? Sie können nicht reinkommen. Es läuft bestens. Das sehe ich. Wollte schon jemand Interessantes rein? Nein, nicht wirklich. Verziehen Sie sich. Nein. Kann ich's mal versuchen? Natürlich. Drücken Sie diesen Knopf und sagen Sie nein. Nein. Gut gemacht. Hat sich auch gut angefühlt. Danke. Nein. Sehen Sie, ganz einfach. Machen Sie weiter so. Mach ich. Ich hab's Ihnen doch schon gesagt. Nein. Ja, ein wunderbarer... Nein, Sie können nicht reinkommen. Ein wunderbarer Spaß für Jung und Alt. Grunt der Türsteher. Herrlich. Hey Shepard, danke für die Einladung. Ich war noch nie auf einer Menschenparty. Zumindest geht's ihm gut und er hat seinen Spaß. Na dann, dann bin ich beruhigt. So, irgendjemand da draußen steht, oder? Das Sicherheitssystem wirklich aktualisieren lassen. Aha. Danke, Kasumi. Sympathisch, wie immer. Gut. Okay, interessant. Wurde also tatsächlich etwas getriggert, dadurch, dass ich rausgegangen bin. Aber gut. Sie schon wieder. Ich dachte, sie wären tot. Sie können nicht reinkommen. Was will der komische Batterianer hier vor meiner Haustür? Ich habe viel getrunken, aber sehen Sie mich an. Ich stehe noch. Herrlich. Schon mal ein Kroganer so viel trinken sehen, dass er sich auf Ihren Teppich übergibt? Ich bin hier, um diesen Traum wahr werden zu lassen. Nee, mach bitte in den Flur. Ich kann Kugeln mit der Kraft meines Geistes aufhalten. Yeah. Yay. Wisst ihr was? Ich hab euch alle lieb. Nein, nein. Hört zu, okay? Nein. Echt. Okay? Ich hab dich auch lieb, Grunt. Ganz schön. Also mit dem Flur meine ich den Hausflur hier hinten. Ich hoffe, der wird von irgendeiner Reinigungsfirma sauber gemacht oder so. Oder ob ich jetzt selber irgendwie Treppen putzen muss oder so. Ich sollte mir den Mietvertrag nochmal genauer angucken.
Dubdi-dubdi-dub. So, wo hängen denn die anderen Leute rum? Schlimmster Planet, über dem ich je abgeschossen wurde? Vor dem Krieg? Vor dem Krieg. Nur Welten mit eigenem Leben. Das dürfte Tarith sein. Eine Gartenwelt mit Chlorsümpfen. Ich halte Tarith und erhöhe auf Zoria. Die Heimat der Giftsporen und der Sportlerlunge. In meinem Zyklus gab es so etwas wie vor dem Krieg nicht. Wir hatten Atespa. Das haben sogar die Reaper gehasst. Dort gab es Fleischfresser, die Husks verschlangen und das Metall wieder rauswirkten. Am Ende haben die Reaper den Planeten vom Orbit aus vernichtet. Nun, wenn ich mit dem Kodiak abstürze, habe ich meinen Waffenschrank. Dann sollen die wilden Tiere nur kommen. Yay. Mit Gruppe reden. Hey, Männer. Fachgespräch? Keine Sorge, wir haben Spaß dabei. Sie haben also keine Schusswaffe unter Ihrem Pilotensessel? Der Waffenschrank ist auf der Brücke, praktisch in Reichweite. Eine Waffe, an die man nicht rankommt, ist praktisch nicht vorhanden. Wann haben Sie das letzte Mal mit einer Handfeuerwaffe trainiert? Irgendwann, bevor der kampftüchtige Roboter mein Co-Pilot wurde. Das ist nicht gut. Was ist, wenn Sie eines Tages mal Edi retten müssen? Das ist nicht akzeptabel. Sie sollten immer im Training bleiben. Piloten sind auch Krieger. Ganz genau. Sie sollten auf der Anlage ein wenig üben. Stimmt's, Commander? Sie kriegen mich nicht zum Schießen. Meine Testosteronwerte sind ziemlich hoch. Ich fliege eine tödliche Kriegsmaschine. Schon vergessen? Ach komm, Joker, du könntest doch... Joker, Sie überraschen mich. Was ist mit dem Kollektorenangriff? Auf der Brücke kann es ziemlich gefährlich werden. Hey, genau das ist doch mein Argument. Hätte ich damals auch nur einen Schuss abgefeuert, wären Sie über mich hergefallen. Die wahre Waffe ist der Verstand. Nimmt man den weg, bleibt nichts mehr übrig. Trotzdem wäre es schön gewesen, in der Sushi-Bar etwas Verstärkung zu haben. Es gibt auf der Citadel einen Kampfsimulator. Nein, verdammt! Vielleicht eine Schießanlage, wenn's unbedingt sein muss. Vielleicht. Aber nicht, wenn ich erschöpft bin oder einen Kater habe. Die Reaper scheren sich nicht um ihr Befinden. Training bringt nur etwas, wenn sie mit dem Herzen dabei sind. Cortez, ich bin dabei. Wenn Sie in der Verfassung sind, mich hinzubringen, bitte. Aber heute Nacht müssen Sie gegen mich antreten. Das könnte unter Umständen noch lustig werden. Said hält sich weit, das geht raus, ne? Aber vielleicht hat er auch einfach nicht so viel Text bekommen. Großartige Party. Man sieht sie später auf der Tanzfläche. Warten wir es ab. Zwinker, Zwinker, ja. Versteh schon. Haben Sie Spaß, Said? So viel, wie man ohne Plastiksprengstoff haben kann. Ich bin nicht sicher, ob ich diese Art von Spaß begrüßen würde. Verurteilen Sie nichts, bevor Sie es nicht ausprobiert haben. Ah, stell dich nicht so an, Said. Ist doch ganz lustig hier. Vor allem so unter Männern. Setz dich zu Jarvik. Ist das Leder? Es fühlt sich an wie echtes Leder. Ich hoffe, es ist echtes Leder. Denke ich jetzt einfach mal. Es war zumindest teuer. Gut, wollte ich nur mal gesagt haben. Okay, nichtsdestotrotz, auch wenn lange Parts total im Trend und im Mode sind und wie auch immer, ich habe beim letzten Mal ja gemerkt, als ich die 1,5 Stunden Aufnahme gemacht habe, dass mir das ziemlich viel kaputt gemacht hat und ich im Nachhinein wieder ein bisschen was reparieren musste. Deswegen halten wir es heute einfach mal ein bisschen kürzer. Die Party geht noch ein bisschen. Ja, schauen wir mal, wo sich das Ganze hinentwickelt. Beim nächsten Mal geht die Feier also weiter. Ich sag für den Moment dann erstmal wieder tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.